So, wir sind jetzt ein paar Tage gefahren und dann kommen wir zum Fazit von dem Ganzen, von dieser Butterfly-Kombi. Wo fangen wir an? Also, wir sind jetzt 4-5 Tage damit gefahren. Ich kann euch Folgendes sagen, Messerverschleiß ist ähnlich wie beim Klaas, das nimmt sich nicht viel. Mir ist aufgefallen, dass wenn das Gras sehr üppig und überständig steht, macht er hier wirklich eine gute Arbeit, sehr sauberen Schnitt, mäht tatsächlich noch bis zum Grund weg, lässt wenig Lagergras liegen. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Pluspunkt. Mir ist dann aber auch wiederum aufgefallen, wenn jetzt sehr wenig steht, dann hat man so ein paar diese klassischen Mähstreifen, also das ist mir wirklich aufgefallen. Und dann möchte ich euch ein paar Punkte sagen, und zwar, ich habe das jetzt gerade sauber gemacht, natürlich grob mit Wasser, ich kann hier nicht stundenlang kerchern, habe 2 Stunden gekerchert und trotzdem ist immer eine Stelle und irgendwo kommt doch wieder Gras raus und dann klappt man zusammen und dann läuft irgendwo wieder was leer, also deswegen sieht das jetzt nicht aus wie geleckt. Aber was ich euch sagen kann, gestern beim Saubermachen ist mir natürlich aufgefallen, hier gibt es wirklich viele Ecken und Kanten, die sich zusetzen können. Und da finde ich teilweise schade, dass es nicht einfacher gemacht wird, diese Ecken und Kanten zu reinigen. Ich will euch ein Beispiel nennen zum Beispiel. Hier vorne am Frontmähwerk ist der Kasten für den Keilriemen, für den Aufbereiter. Ja, hier. Da setzt sich super viel Material hier rein, hier in diesen ganzen Kasten. Jetzt vermisse ich hier aber einen Schnellverschluss, da oder da, um das Ganze einfach aufzuklappen, um das Ganze zu reinigen. Nein, das gibt's nicht. Man muss das, wenn denn, wirklich hier aufwendig abschrauben und das da durchschrauben. Das ist wirklich, muss ich sagen, ist ein Kritikpunkt. Ich hätte gerne, dass sich das Ganze einfacher und schneller reinigen lässt. Also das ist ein Punkt, das habe ich beim Alten nicht gehabt. Da war es wirklich, da war die Dreckanhaftung nicht so doll. Ich meine, ist klar, hier ist ein bisschen mehr Technik, dass ich hier überall was sammeln kann. Verständlich. Aber das ist der nächste Punkt, den ich euch zeigen möchte, und zwar hier der Fuß zum Abstellen. Ja? Leider Gottes hätte ich mir gewünscht, dass es rechts und links vielleicht ein Bein ist und in der Mitte hohl. Das heißt, dass hier setzt sich das jeden Tag rein ohne Ende. Auch hier, wo die Kupplungen sind, setzt sich relativ viel Material hier unten mit rein. Also hier gerade, wo die Rutschkupplungen mit drin sind, hier auf der Seite, ich zeige euch das mal auf der Seite, hier wo die Rutschkupplungen sind, ja, hier, da kann sich hier durch diesen Fuß sehr viel Material reinsetzen und die Rutschkupplung wird nämlich heiß. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Problem. Wir hatten das tatsächlich auch, dass hier einmal die Rutschkupplung ging, und das ist eigentlich ziemlich normal, dass das bei den Mähwerken öfter mal passiert. Man hängt mal im Moor drinne, es verfängt sich mal das Gras und rutscht nicht, also das kennt man. Und wir haben auch beim Klaas-Mähwerk immer Rutschkupplung da gehabt, das ist ein Verbrauchsgegenstand, ja. Aber hier war der Punkt, die Rutschkupplung ist gekommen, die wird auch relativ sehr schnell heiß, ne. Und das Plastik hier drauf ist einfach geschmolzen, also, und ist hier auf dieser Rutschkupplung geschmolzen. Das ist leider, ja, ich meine, das ist ein Walterscheid-Produkt. Das ist nicht direkt von Vicon, das wird zugekauft. Aber hier seht ihr, das ist wie Gummi. Das ist ja eher hier ein Gummi. Und der wird so schnell warm, dass er einfach drauf schmilzt und drauf tropft. Und dann qualmt das hier ohne Ende. Und deswegen haben wir das mal hier abgeschnitten. Und auch hier der hintere Schutz, der ist dann da auch mit verschraubt. Also da muss ich tatsächlich sagen, das ist so ein kleiner Punkt. Da muss irgendwie eine bessere Lösung gefunden werden. So, das ist das, was ich zu bemängeln hatte hier, ganz genauso finde ich, hier wo die Keilriemen drin laufen, das lässt sich wirklich blöd sauber machen, man kommt da nicht wirklich gut ran. Gerade mit trockenem Gras, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, mit Brandgefahr, überall laufen hier Lager, man muss das ja regelmäßig sauber machen, ist dann teilweise schwierig. So, aber von der Arbeitsqualität hat das Teil einen wirklich guten Job gemacht. Ja, wir gehen mal einmal rum. Was ich jetzt euch auch sagen kann, ist, ja, vom Gefühl her, es ist nicht wirklich gut auf niedrige Drehzahlen optimiert. Also vom Gefühl her, wenn das Ding mit 800 Umdrehungen läuft, habe ich das Gefühl, dass der Aufbereiter nicht das Material genug wegnimmt und dann hat man das unten drunter manchmal ein paar Grashalme liegen bleiben, wenn man gerne mal mit niedriger Drehzahl fahren will. Wir sind dann, also in höherem Stand sind wir natürlich höher gegangen, aber da hatten wir so ein bisschen die Punkte, die uns aufgefallen sind. Hier auch bei den Förderbändern ist es so, es gibt wohl aufschraubbare höhere Paddeln noch für mehr Leistung. Mir ist aber aufgefallen zum Beispiel, dass dieses Teil dafür sorgt, dass das Material hauptsächlich hier hinten am Förderband landet und das Förderband im Ganzen gar nicht so richtig gut genutzt wird. Ja, man kann das natürlich durch den Winkel verändern, dass es hier rauf trifft, aber es
läuft nicht relativ locker flockig rauf, dass es wegbefördert werden kann, sondern es wird so relativ hart drauf geschmissen. Ja, weiß ich nicht, ob es ein Vor- oder Nachteil ist. Bei richtig dicken Gras haben wir so ein wellenartiges Rauskommen gehabt. Das sieht man auch in den Videos. Muss ich aber ehrlich sagen, haben wir beim Klaas auch gehabt. Also egal, selbst wenn wir nachher die ganz, ganz hohen Geschwindigkeiten da gefahren sind, in den Förderbänderbereich haben wir das, dass es so wellenartig rauskommt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, als Häckslerfahrer, das direkt auf Band, das Abgelegte, das liegt so fluffig, knotenfrei, das häcksle ich wirklich sehr, sehr gerne. Ne? Also das geht wirklich auch gut durch einen Häcksler. Genau, das Punkt, der Aufbereiter, die Arbeit vom Aufbereiter ist sehr, sehr gut. Wir haben den nachher auch ein bisschen im Laufe des Mähens auch mal ein bisschen aggressiver gestellt, den Aufbereiter, und konnten wirklich feststellen, innerhalb von 3 Stunden war verrückterweise das Schwatt durchgetrocknet. Man muss aber dazu sagen, wir haben natürlich mit hohen TS schon im Halm geerntet. Diese Aufhängung muss ich wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Pluspunkte zusprechen. Das Mähwerk liegt so krass und bewegt sich komplett alleine und kann wirklich in allen Richtungen arbeiten. Das ist ein wirklich gigantischer Unterschied. Also wirklich sowohl dieses als auch das Frontmähwerk, die laufen komplett für sich alleine. Und das merkt man als Schlepperfahrer wirklich sehr. Also der Schlepper rollt wirklich nur alleine drüber hinweg. Öfter hat man wirklich, dass man mäht, und wenn es uneben ist, fängt der Schlepper diese Schwingung vom Mähwerk mit aufzunehmen. Ja, da rackelt ja was am Schlepper und dann wackelt das, und dann, das hat man hier gar nicht. Also hier geht es wirklich super smooth rüber. Und das, finde ich, ist auch ein Punkt, den sieht man oder den hat man auch gesehen, wenn es krass, ja, wenn es sehr uneben in den Wiesen war. Wir waren jetzt, die letzten Hektar haben wir beim anderen Betrieb gemacht und haben dort eine Fläche noch mitgehäckselt, und da war eine Kuhwiese, und der Schnitt sah wirklich gut aus. Ja, wir haben da nicht diese hellen, dunklen Stellen, sondern wir hatten wirklich einen schönen Schnitt. Ein Vorteil möchte ich auch sagen, klar, wenn man jetzt später ein Fendt One hat oder andere Bediensysteme, John Deere, kann man natürlich Hydraulik, Joystick, alles auf eins legen und das besser kombinieren. Hier war das aber schon cool, dass man über das Isobus von dem Mähwerk auch das Frontmähwerk mitsteuert. Das ist wirklich eine coole Sache. Das hat echt Spaß gemacht, damit zu fahren. Was ich jetzt aber, wenn ich mir die Bedienung hier im Allgemeinen angucke, was ich mir wirklich auch gewünscht hätte, ja, hier allein bei den Drehzahlen, wenn ich einfach die Drehzahlen hier antippe und kann diesen Wert verändern. Ja, na klar, ich kann das irgendwie markieren und kann Hoch und Plus rechnen, aber warum kann ich nicht hier einfach diesen Wert eintippen, einen anderen eintragen und auch sagen, es ist okay. Genauso hier, also das ist so ein Punkt, den ich gerne hätte, dass der intuitiver ist und nicht mit Markieren und hier Plus und Minus. Genauso wie den Druck, warum gibt es nicht, ja klar, kann ich hier vorgewählte Drücke nehmen, aber warum kann ich den vorgewählten nicht gerade anwählen und einfach mal schnell Plus oder Minus geben? Klar, ich kann das hier natürlich tippen, gar keine Frage, und auch hier mit der Breite, warum kann ich den nicht einfach schnell als Wert ändern und schnell eintippen? Das ist so der Punkt bei der Bedienoberfläche, wo ich sage, ja, da wäre noch vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Ja? Alles im Allen muss man aber sagen, es ist ein gelungenes Mähwerk. Und das macht Spaß. Und das mit der Arbeitsbreitenverschiebung, das macht auch Spaß am Vorgewende. Man merkt das schon, wenn man gerade am Vorgewende, wo es viel kurvig ist, wenn man die Mähwerke hinten ein bisschen zusammenschiebt, dass man einen höheren Überschnitt hat, eine höhere Überlappung, dann merkt man das schon, dass es am Vorgewende deutlich sauberer aussieht. Und wenn man nachher in der Bahn fährt, dass man das weiter auseinander fährt, und dann kann man Stoff geben, weil wenn man nur gerade fährt und mit RTK, da gibt es kaum Schwankungen. Also man kann das wirklich sehr, sehr weit ausreizen. Irgendwann sieht man, dann bleibt ein Müh stehen, fährt man das einfach wieder 2-3 Zentimeter zusammen und dann ist fertig. Das hat mir sehr zugesagt. Vom Verschleiß, wie gesagt, Messer kann ich euch sagen, das sieht genauso aus, als wenn wir jetzt mit dem Klaas dasselbe gemacht haben. Hier sind aber 3 Klingen, beim Klaas sind nur 2 Klingen. Beim Maulwurfhaufen kann ich euch sagen, ich weiß nicht, ob es ein Vor- oder Nachteil ist beim Maulwurfhaufen. Beim Maulwurfhaufen mäht der hier besser. Ich vermute, durch die 3 Klingen, durch die höhere Schnittfrequenz, nimmt jedes Messer ein bisschen weniger Erde mit lang. Und normalerweise ist es ja so, die Mähwerke fahren in den Maulwurfhaufen rein, die Messer weichen nach hinten aus durch die Last der Erde, und dann sieht es da sehr, sehr ruppig aus. Hat der hier nicht. Er verteilt die Erde und dann sieht es glatt gemäht aus. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es das ein Vor- oder Nachteil ist. Da kommt natürlich auch ein bisschen mehr Dreck ins Futter. Wir haben einige Standorte, das Maulwurf wirklich ein Riesenproblem, und da ist Meter an Meter gebuddelt. Weiß man nicht, ist es Vor- oder Nachteil, ist schwierig zu sagen letztendlich.
über alles muss ich sagen, ich bin ja die meiste Zeit den Häcksler gefahren. Das Schnittbild sah wirklich gut aus, auch nachdem wir das weggelegt haben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vorteil würde ich irgendwie fast sagen, er legt das vom Frontmähwerk, das Schwatt, legt er relativ locker und fluffig rein und nicht ja, so flach. Also wisst ihr, man kann ja einen Schwatt relativ flach hinlegen auf dem Boden, da muss man als Häckslerfahrer sehr tief greifen, um die hochzunehmen. Oder man kann die natürlich locker oben drauf werfen. Hier haben wir natürlich noch, dass die Bänder oben rauf was schmeißen. Klar, aber das hat sich auch gut weggenommen und ich musste nicht sonderlich tief weggreifen. Also alles in allem würde ich sagen, ist ein gut gelungenes Mähwerk. Hier und da würde ich noch ein paar Dinge sagen. Einfach der Wartungszugang, dass man hier und da mal eine Klappe wegnimmt. Was mir auch aufgefallen ist, die Schriftzüge sind halt mit Folie geklebt. Merkt man beim Kärcher schon sehr schnell und man merkt da auch einfach hier und da ist eine kleine Luftblase unter, da greift der Kärcher natürlich ratzifatzi. Geiler wäre es natürlich, wenn es gesprühte Farbe oben drauf ist, ne? Wir sollen ja und wollen ja relativ oft auch die Maschinen reinigen und wenn wir dann Folie drauf haben, die nach der ersten paar Wochen schon abflattert, ist schon blöd. Das sieht auch wirklich blöd aus. Da würde ich einfach noch sagen, da müsste die Qualität noch ein bisschen einen Ticken nach oben packen. Gut, alles im Allen kann ich euch sagen, also Klingen mussten wir nicht tauschen, wir haben auch keine Steine oder irgendwie Fremdkörper gehabt, wir sind komplett durchgefahren, das heißt, wir haben auch keinen Klingenwechsel gemacht. Ich kann euch nicht sagen, ob das schnell, ob das nicht so schnell ist, wenn es die ganz normale Standardwechsel ist, ist es ja runterdrücken, Klinge tauschen und wieder hochmachen, habe ich schon mal in anderen Videos gezeigt, zwar vom Klaas, aber im Grunde genommen ist das Prinzip ähnlich. Also, kurz knackiges Video, das soll es gewesen sein. Das ist das Fazit zu dem Vicon Butterfly Mähwerk. Wenn ihr das interessant findet, ja, könnt ihr einfach mal da anfangen, wo es Vicon Querneland gibt. Könnt ihr euch gerne vorführen lassen. All in all, denke ich, preislich liegen alle Hersteller irgendwo beieinander. Ich denke, jeder hat seine Vor- und Nachteile und dann muss jeder für sich entscheiden, ob es was ist oder ob es nicht ist. Also, bis dann, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann.